Liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren und alles natürlich dazwischen und umzu, begrüße Sie im Namen der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Bremen sehr herzlich zu der heutigen Diskussion. Sie steht unter der leider sehr aktuellen Überschrift "Wohin geht Israel und gehen die Freunde Israels mit?" Fragezeichen. Wir haben zwei Gäste heute Abend, die ich sehr herzlich begrüßen möchte und sage Dankeschön, dass Sie zugesagt haben. Professor Miron Mendel, Professor für transnationale soziale Arbeit und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Und Volker Beck, Präsident der DIG und Gesellschafter des TIKVA-Institutes in Berlin. Also, herzlich willkommen. Wir haben ungefähr 90 Minuten Zeit für den Gedankenaustausch und deswegen will ich jetzt auch mal nicht inhaltlich einleiten, sondern mich nur kurz über den Ablauf erklären. Wir wollen gerne, dass die Diskussion der Gäste im Zentrum steht. Deswegen wollen wir es heute so machen, dass Sie als Zuhörende nur Fragen in den Chat schreiben können. Ich werde dann versuchen, die in die Moderation mit einzubeziehen. Und die Idee ist, die Diskussionszeit auf zwei zentrale Fragen, Fragenkomplexe zu verteilen. Die erste Frage ist im ersten Abschnitt, wie sollen die Freundinnen und Freunde Israels auf die gegenwärtige politische Entwicklung in Israel reagieren? Ist es Ihre, also unsere Verantwortung als Freunde ganz vorneweg, diejenigen zu unterstützen, die gegen Gefährdung der Demokratie in Israel das Wort ergreifen und sich kritisch äußern gegen die jetzige Entwicklung? Die zweite Frage, die eng damit zusammenhängt, aber schon seit einiger Zeit ja für teilweise sehr scharfe Kontroversen gesorgt hat, ist dann, ist die Gleichung Antizionismus ist gleich Antisemitismus? Ist sie tatsächlich so allgemeingültig, wie sie oft formuliert wird? Welche notwendigen Differenzierungen folgen aus den Unterschieden innerhalb des Zionismus selbst? Und ist diese Gleichung selbst womöglich missbrauchsanfällig? Macht eine staatlich verordnete Definition des Antisemitismus über das Strafrecht hinaus überhaupt Sinn? Ein Motiv war für die heutige Diskussion, dass der Streit unter den, also innerhalb der Gruppe der Verteidiger Israels und der Gegner und Feinde des Antisemitismus in der letzten Zeit oft sehr scharf und auch persönlich verletzend gewesen ist. Und das hat auch unter anderem Professor Mendel mehrmals getroffen. Und ich will deswegen aus diesem Streit auch nichts zitieren. Ich gehe für heute davon aus, dass uns alle das Eintreten für die sichere Existenz des jüdischen Staates Israel und die Empathie für seine Menschen, die dort leben, eint, dass uns das zusammenhält, zusammenführt. Ob daraus auch das Eintreten für das Selbstbestimmungsrecht auch der Palästinenser folgen sollte, das ist schon umstritten. Aber das wird vielleicht auch ein Thema jetzt in der Diskussion sein. Also das sind die Planungen für diese 90 Minuten. Und wir beginnen mit Herrn Mendel. Sie sind heute noch mehr Gast als Volker Beck, der ja sozusagen in der Familie bleibt. Deswegen haben Sie das erste Wort für ein Statement zu dem ersten Fragenkomplex. Herzlich willkommen im digitalen Raum über Bremen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Hermann Kuhn, für diese Initiative. Da habe ich schon sehr gefreut, weil der es schon damals hat sich die Situation auch in Israel eskaliert, als Sie da mich angesprochen haben. Seitdem ist es noch weitere Eskalationsstufe weitergekommen. Und wenn ich vielleicht noch vorher, also der Grund war, wie Sie gesagt haben, dass man unter anderem unter Freunden streitet, was an sich auch nicht verwerflich ist. Also ich denke, Volker und ich streiten gerne miteinander. Es problematisch wird, wenn dann aus der Streiten unter denjenigen, die am Ende die gleiche Ziele verfolgen, doch etwas, also wenn eine Feindschaft entsteht, also wenn der andere Meinung wird gleich mit Unterstellung gearbeitet und dass der andere nicht nur, also die Vorstellung, dass der andere nicht nur falsch liegt, sondern dass der andere böse ist. Und das ist tatsächlich gerade in der Debatte, die wir heute
zu dem Thema, das wir heute auch diskutieren, sehr schnell passiert. Inzwischen habe ich auch ein dickes Fell, aber das ist tatsächlich so, dass mich immer noch sehr verletzt, wenn die Vorstellung ist, dass ich dann die Feinde der israelischen Regierung ist, oder das, doch, der israelischen Regierung schon, aber Feind Israel bin. Und vor allem vor dem Hintergrund, also vielleicht noch an dieser Stelle ein paar Worte zu mir, bin ich in Israel aufgewachsen, lebe seit 20 Jahren in Deutschland, meine ganze Familie lebt noch in Israel, also außer meine Frau und Kinder und natürlich meine ganze Freundeskreis aus meiner Kinder- und Jugendzeit. Das gerade, was mich mit dem Thema Israel sehr verbindet und warum es mir überhaupt wichtig, darüber zu streiten und darüber hier eine Diskussion zu führen. Sonst hätte ich mir auch die Mühe und die Zeit erspart. Ich war auch unter anderem in der IDF und was ich sehr früh gelernt habe in der Armee, ist, dass durchschnittlich bei einem Krieg sind ungefähr ein Drittel der Verluste sind von Friendly Fire, also von eigene Truppen, die in die falsche Richtung schießen. Und das ist so bildlich auch, was wir gerade in dieser Debatte über Israel erleben. Sie haben über die aktuelle Situation gesprochen und die ist natürlich sehr, ich denke, da unterstelle ich hier einen Konsens, dass alle hier in diesem Raum sehr besorgt sind, von was in Israel passiert. Wobei ich würde sagen, sehr viel, vielleicht unterschiedliche Stufen des Besorgnisses, wenn ich so das formulieren darf. Ich denke, wir sind gewohnt, also auf der Welt, dass man sagt, ja, wieder Netanyahu ist an der Macht. Ja, sympathisch haben wir ihn nie gefunden und es geht auch so weiter. Der Punkt ist, dass was wir seit Dezember letztes Jahres erlebt haben, ist nicht einfach so Netanyahu weiter, sondern wir reden wirklich von einem grundlegenden Unterschied. Und wenn ich, also meine persönliche Einschätzung ist, dass Israel aktuell in einem Schicksalmoment befindet. Also das wird sein historischer Punkt, der auf keinen Fall wird weiter so gehen. Also entweder wird Israel innerhalb der kurzen Zeit von einer Demokratie mit Gewalteinteilung, mit einer zwar eine sehr schwache Verfassung mit in Form von Grundgesetz, aber doch eine relativ stabile Justizsystem sehr schnell zu einer Autokratie nach dem Modell, das wir in der Türkei und auch in Ungarn kennen, mit alles, was damit einhergeht. Und das wird in der kurzen Zeit dazu führen, dass diese Situation nicht mehr veränderbar ist. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, ist, wenn Autokraten die Macht haben und wenn sie das System so verändern, das zu ihnen passt, ist dann ein demokratischer Regierungswechsel nicht mehr möglich. Und das ist nach alle Zeichen, die wir sehen, genau der Plan. Also die erste Stufe ist die Stufe, die wir gerade erleben. Die besteht aus drei Aspekten. Also einmal eine Absage der Unabhängigkeit der Justiz, die dann zustande kommt, indem man die Richter, also die Politiker, die Regierung wählt de facto die Richter, indem Entscheidung des obersten Gerichts mit einfacher Mehrheit für nichtig erklärt werden. Das ist auch, dass die man sieht, dass beispielsweise innerhalb der Exekutive, nämlich in den verschiedenen Ministerien, diese Rolle der juristische Berater, der sozusagen im israelischen System eine ganz große Bedeutung hat, nämlich die sind unabhängig und können den stückweise die immer prüfen, dass die Ministerien nach bestimmten Rechten agieren. Die werden auch politisiert, also nur einige der Maßnahmen, die gerade in diese Richtung der Unabhängigkeit der Justiz angehen. Der zweite Aspekt
ist der die Einschränkung der freien Medien. Wir sehen schon auch mehrere Schritte in diese Richtung. Also der öffentliche rechtliche Sender sind schon eine Weile unter Druck und dieser Druck steigt. Unter anderem sollen sie auch, also es war die Rede von einer Kürzung von 50% der Budget und Massenentlastungen. Und zugleich sind mehrere Medien, die von einem rechten Besitz werden, eine Monopolbestellung innerhalb der israelischen Medienlandschaft bekommen. Und ein dritter Aspekt, dieser Aspekt wird in den letzten Tagen ist vor unsere Augen geführt wird, ist die die praktische Annexion der besetzten Gebiete. Also wir haben zum ersten Mal, dass die Zivilregierung in Westjordanland nicht bei der Armee im Verteidigungsministerium, sondern bei Bezalel Smotrich, der Finanzminister, also es wird praktisch Teil der israelische System, also nicht mehr in der Armee, also das ist eigentlich widersprüchlich zu der Vorstellung, dass gibt, dass diese Gebiete sind nicht Teil von Israel. Zum anderen, wir sehen die israelische Polizei unter dem rechtsextremen Itamar Ben-Gvir die Protesten innerhalb von Israel in eine Brutalität unter Druck, die noch nie in dieser Form auch zu sehen war in Israel. Das sind alle klare Maßnahmen. Ich erwähne gar nicht das rassistische Gesetz zur Todesstrafe, der explizit nur für nicht Juden vorgesehen wird. Also Todesstrafe, die nur für palästinensische Terroristen, aber keine jüdische Terroristen. Solche jüdische Terroristen haben wir in den letzten Tagen gesehen in Hawara, dort wurden 30 Familienhäuser in Brand gesteckt und viel mehr Autos. Einige Familien mit Kindern sind wirklich nur mit sehr viel Glück dann aus rechtzeitig entkommen. Und soweit ich weiß, ist ein Zivilistenopfer diese Pogrom. Ich habe wirklich kein anderes Wort, das zu benennen. Natürlich muss man auch zugleich sagen, es gab davor einen tödlichen Anschlag auf zwei Israelis, die auch in keinster Weise zu rechtfertigen ist. Immerhin aber, das war das in Israel immer ausgemacht, dass man niemals diese terroristischen Methoden auch zu sich auch gemacht hat. Und das ist, ändert sich gerade. Ich kann nur sagen, dass ich ständig mit meiner Familie und meiner mit meinen Freunden in Israel eng in Kontakt bin und ich bin immer wieder konfrontiert mit der Wunsch oder mit der Bitte, ja, es ist total dringlich, dass die Menschen hier in Deutschland das auch verstehen. Das Verstehen, das ist nicht einfach Business as usual, das Problem wie immer, sondern hier werden auch die Weichen gestellt. Und die Protestbewegung in Israel ist stark, ist umfassend, aber diese Protestbewegung braucht unsere Hilfe, weil sonst schafft die Regierung die zu unterdrücken. Und da sehe ich, und mein Blick ist vielmehr an Richtung Israel. Was ist dort passiert? Ist nicht ich weiß und ich kenne ganz gute Argumente und so sagen, ja, um Gottes Willen, wenn man das hier das nur sagt, dann werden wir diese Mieten feiern. Ich kenne das natürlich. Mir ist an dieser Stelle, in diesem Schicksalmoment, sage ich ganz offen, erst sekundär, dass irgendwelche an dieser Miete, der irgendwo ist oder viele an dieser Mieten sich freuen, dass auch Israelis oder Juden oder wer auch immer Israel kritisiert. Sondern mir ist viel, viel wichtiger, dass die Mehrheit, die nicht an dieser Mitte sind,
klare Stimme haben und die Solidarität mit der Protestbewegung auch zum Ausdruck bringt. Das war auch stückweise dann mit der Äußerung von Annalena Baerbock gestern nach dem Treffen mit dem israelischen Außenminister immer noch in einer sehr leise Tonen. So funktioniert Diplomatie, aber immerhin hat man da diese Kritik gehört zum ersten Mal. Muss man hier sagen, dass USA, Großbritannien und Frankreich war in diesem Aspekt viel, viel schneller. Ja. Und Großbritannien hat von Anfang an gesagt, die werden mit Minister wie Itamar Ben-Gvir keine Kontakt aufnehmen. Also solche Äußerungen ist von der deutschen Regierung war noch nicht zu hören. Und gerade sozusagen diese Stimmen sind wichtig und Deutschland hat sich in den letzten Jahren als sehr zuverlässiger Freund von Israel immer wieder bewiesen. Und das ist auch in der israelischen Bevölkerung sehr anerkannt. Also der Person wie Angela Merkel hat in alle Umfragen in Israel die höchste Stufe der Popularität, was sehr erfreulich ist. Und Israelis bezeichnen Deutschland immer wieder als die zweitbeste Freundin Israel nach der USA. Damit geht auch eine gewisse Verantwortung einher, nämlich dass Deutschland als treue Freund Israel auch ihr Freund Israel dann warnt, wenn der Freund völlig auf der falschen Richtung ist, wenn der Freund nicht nur anfängt zu rauchen, sondern auch zu trinken und gleichzeitig auch Auto fahren, dann ist das kommt der Moment, wo der Freund auch klare Worte findet. Und deswegen habe ich mich auch in der letzten Wochen immer wieder zu Wort gemeldet, nicht um irgendwelche Hass gegen Juden oder gar gegen Israel zu schüren, sondern weil ich genau diese Stimme aus Deutschland, mir diese Stimme aus Deutschland wünsche. Und ich spreche sozusagen für viele meine Familie und Freunde, die in Israel leben, und genau das auch mir immer wieder sagen. Ja, sowas. Und vielleicht das allerletzte, weil es ist immer wieder so in Frage gestellt. Nein, ich bin kein Unterstützer der BDS, ganz im Gegenteil. Ja, ich verstehe mich 100% als Zionist, weil ich dann der Meinung ist, dass Israel als jüdischer Staat ein wichtiger, sicherer Hafen für alle Juden weltweit sind. Aber die große Sicherheit Israel ist, oder die Sicherheit Israel wird an der allerersten Stelle heutzutage durch ihre eigene Regierung gefährdet. Das müssen wir auch anerkennen. Und deswegen verwende ich jetzt meine Energie nicht Sorry, es ist immer ein bisschen ein technisches Problem mit dem Stumm und Lautschalten, sorry. Herr Mette, Sie sind eigentlich, glaube ich, mit Ihrem ersten Beitrag auch gerade rund durch. Genau, ich bin durch. Damit wir eine zweite Runde auch machen können, würde ich jetzt gern Volker Beck das Wort geben. Es wurde auch schon eben im Chat geschrieben, bedeutet das nicht eine Abwendung von Israel? Und über diese zwei Seiten klare Stimme, aber trotzdem natürlich von uns aus nie in der Abwendung von Israel, würde ich gern jetzt den Präsidenten der DG hören. Bitte schön, Volker. Ja, vielen Dank und herzliche Grüße aus Jerusalem. Ich kann vielleicht, weil Meron ja schon umfassend dieses Schreckenspaket geschildert hat, vielleicht noch ein paar Eindrücke, wie hier damit umgegangen wird, mitnehmen, weil ich auf zwei Konferenzen war, auf einer Konferenz des Auswärtigen Amtes, die Global Coalition für Israel, und dann heute auf der Jahrestagung von dem Institut für Studien zur nationalen Sicherheit, INSS. Und also ich finde, natürlich kann man
oder muss man, wenn man über die jetzige Situation redet, kann man nicht anders als kritisch darüber reden. Und warum sollte etwas, was wir in Ungarn kritisiert haben, in Israel dann auf einmal aus irgendeinem Grund weniger Kritik verdient haben? Also da muss man auch konsistent sein. Und die DEG hat auch eigentlich schon seit der Wahl immer vor allen Dingen mit dem Fokus natürlich auf diese Justizreform diese Pläne der Regierung kritisiert. Ich finde auch, also so schrecklich auch die anderen Punkte sind oder abstrus, was da alles geplant wird für die Territorien, finde ich in der Tat von der strategischen Betrachtung, das mit der Justizreform, obwohl das erstmal so nach Paragraphen und Detailhuberei klingt, strategisch das Gefährlichste, weil alle anderen Punkte lassen sich durch eine neue Mehrheit wieder zurückdrehen. Selbstverständlich sind diese Punkte, die, wenn die Justizreform kommt, ist das noch keine Diktatur. Aber es ist die Option zur Diktatur und den Weg dahin kann dann niemand mehr anders außer durch eine Revolution und einen Volksaufstand gegebenenfalls aufheben. Und deshalb muss man das auch kritisieren. Gleichzeitig ist die Frage, wie kritisiert man das? Ich habe jetzt hier gemerkt in den Diskussionen, dass hinter der Justizreform sich in der Gesellschaft mehr Ärger verbirgt oder auch auf diesem Ärger segelt die jetzige rechte Mehrheit. Das ist einerseits eine Auseinandersetzung zwischen links und rechts und andererseits eine Auseinandersetzung auch zwischen Aschkenas und Sepharad, zwischen Alten und Eliten und denjenigen, die sich zu kurz gekommen fühlen. Und da muss man vielleicht drauf, also in der Diskussion auch darauf aufmerksam machen, worauf es eigentlich in der Justizreform ankommt. Also was zum Beispiel bei der Richterwahl in Israel gilt, da haben wir gar nichts Vergleichbares, als dass die Richterorganisationen und die Rechtsanwaltskammer maßgeblich auf die Auswahl der Richter Einfluss hat und deshalb die Politik in der Minderheit in den Wahlgremien sind. Das ist etwas, das ist nicht unumstößlich. Was aber unumstößlich ist, dass die einfache Parlamentsmehrheit sich nicht einfach die Richterbank aussuchen darf. Und das ist genau der Plan. Wir haben ja in der Bundesrepublik, für diejenigen, die es nicht ganz so präsent haben, würde ich es kurz sagen, die in den Richterwahlausschüssen einerseits einen Ausschuss immer im Bundestag und einen im Bundesrat. Das gilt für die Obergerichte wie für das Verfassungsgericht jeweils extra. Und man muss in diesen Gremien aber eine Zweidrittelmehrheit haben. Also eine einfache Bundestagsmehrheit kann in der Regel die Richter nie bestimmen. Man muss die andere Seite immer berücksichtigen und Pakete bilden, was dazu führt, dass wir einen eben sehr dem juristischen Diskurs gewogene Richter in unseren Gremien haben, die zwar parteipolitische Benennungen im Hintergrund haben, aber wo am Ende in den Gerichten das rechtliche Argument zählt und nicht die parteipolitische Färbung. Das sieht man beim Bundesverfassungsgericht ganz häufig, dass Leute, die sogar aus der aktiven Politik kommen, hinterher juristisch glatt ganz anders in den Gremien abstimmen. Und das ist ganz wichtig, weil in der Demokratie darf nicht einfach der politische Mehrheitswille uneingehegt durch das Recht zur Geltung kommen. Verfahren und Recht sind immer Schutzregeln der Minderheit. Und gleichzeitig ist die Minderheit in der Demokratie ebenso wichtig, weil die Minderheit muss immer die Chance haben, die künftige Mehrheit zu werden. Und wenn man diese Regeln beschneidet, dann ist das halt weg. Und das Schlimmste ist eigentlich in diesem Paket diese Möglichkeit, dass mit einer einfachen Mehrheit der Knesset von 61 Stimmen von 120 Abgeordneten jedes Verfassungsgerichtsurteil oder im Supreme Court, wie es in Israel heißt, aufhebbar ist. Das wäre schon was anderes, wenn man da sagen würde, das darf eine Zweidrittelmehrheit machen. Dann wäre es immer noch die Frage, gibt es auch verfassungswidriges Verfassungsrecht, wo nicht mal 100% des Parlaments ran können. Aber das wäre schon eine andere Situation. Und wir hatten jetzt, ich habe das auf der Konferenz, ich hatte einen Redebeitrag und einmal eine Fragerunde, ist an zwei Stellen explizit angesprochen. Und das Interessante war bei der Fragestellung an Beamte des Auswärtigen Amtes, die sind bei dem Thema völlig sprachlos. Die können einem gar nicht erklären, was das eigentlich soll und wie man das
rechtfertigt, sondern die wechseln da das Thema. Der Minister, der gestern da war, Schickeli, das ist der Diaspora-Minister, kommt ursprünglich von Yamina, ist jetzt bei Likud. Der hat das alles weggepoltert, indem er gesagt hat, übrigens, deshalb musst du das nochmal überlegen, Meron, ob du wirklich nicht zu BDS gehörst. Ich gehöre jetzt vielleicht auch dazu, weil der Chef von BDS Israel ist Yair Lapid, nach Aussage von Herrn Schickeli. Also wenn das BDS-Politik ist, naja, dann weiß ich jetzt nicht mehr, ob meine Ablehnung dieses Labels noch haltbar ist. Also das ist einfach ziemlich abstrus und das zeigt, die sind überhaupt nicht bereit, sich auseinanderzusetzen. Und das ist nicht nur der Appell von Herzog, dem Staatspräsidenten, der wirkungslos verhalten. Man sollte sich jetzt mal zwischen Koalition und Opposition zusammensetzen bei dem Thema der Justizreform und das nicht einfach durch die Knesset prügeln. Heute bei der Sicherheitskonferenz von dem INSS, und das ist sicher keine linke Organisation, das ist eine Organisation von lauter Leuten aus dem Sicherheitsapparat, die über Iran, die über die Sicherheitsproblematik in den Gebieten in Syrien und Libanon sich den Kopf zerbrechen und da ziemlich robuste Ansichten haben. Trotzdem haben alle angesagten Minister, bis auf einen Knesset-Abgeordneten vom Likud, ihre Teilnahme wieder abgesagt, weil auch das Thema Justizreform Teil der Tagesordnung war. Und das ist natürlich ungut. Jetzt ist gleichzeitig die Frage, wie gehen wir damit um? Und da muss man auch immer, würde ich schon immer die Frage stellen, was können wir da ausrichten? Also ich finde, wenn man ins Land fährt, wie ich jetzt, ist es klar, muss man das mit jedem Gesprächspartner erörtern und klar signalisieren, wie abwegig und wie gefährlich und wie erschreckend man das findet. Weil, also ich habe immer Israel als jüdischen und demokratischen Staat verteidigt. Manche haben immer gesagt, das ist aber eine Netanyahu-Formel, stimmt nicht, kommt aus einem Basic Law aus den 80er Jahren. Aber wurde bei uns zum Beispiel in der Grünen-Fraktion immer gesagt, das ist so ein Netanyahu-Ding. Nee, ich bin eben für den jüdischen und demokratischen Staat, wie in der Unabhängigkeitserklärung beschrieben ist. Heimstatt der Juden und gleiche Rechte für alle Staatsbürger. Das steht da so aufgeschrieben. Und beide Pfeiler zusammen ergeben das zionistische Projekt, das ich immer unterstützt habe. Und wenn das die eine Säule schwankt, dann heißt das natürlich trotzdem nicht, dass man die Existenz des jüdischen Staates in Frage stellen darf und seine Sicherheit angreifen. Aber sie sind dann eben nicht mehr sozusagen in der Reihe wie andere Mitglieder der Europäischen Union, wenn man jetzt mal Polen, Ungarn und vielleicht künftig Italien abzieht, sondern sie gehören dann schon zu einer anderen politischen Familie. Gleichzeitig, finde ich, muss man auch gucken, jetzt bei den Reaktionen, ich hatte gestern ein ganz schreckliches Interview mit dem Hessischen Rundfunk, wo ich manchmal denke, diese Journalisten haben bei dem Thema Israel auch manchmal einen übertriebenen und nicht professionellen Bekenntnisdrang. Wird da manchmal jetzt auch mit diesen abwegigen Entwicklungen mit zweierlei Maß gemessen. Also wenn man jetzt sagt, man trifft einen Ben-Gvir nicht, also ich finde, man sollte ihn treffen und man sollte die Wahrheit ins Gesicht sagen. Unter Umständen kommt man beim Essen nicht mehr zum Dessert, weil vorher einer wütend aufsteht. Aber das gehört auch zur Diplomatie dazu. Das heißt ja nicht immer, das ist so eine Unart der deutschen Diplomatie, dass man sich nur mit Leuten austauscht, wenn man mit ihnen rhetorisch schmust. Ich bin immer dafür, dass man solche Gespräche nutzt, um auch mal Tacheles zu reden. Es ist immer nur die Frage, was man dann vor der Tür sagt. Aber hinter der Tür sollte man kein Blatt vor den Mund nehmen. Und wenn wir sagen, wir reden mit Ben-Gvir nicht, aber wir haben mit allen Ministern des Mullah-Regimes des Iran geredet. Und das sind Leute, die haben alle massenweise Menschen umgebracht, und zwar im Amt. Also dann gibt es entweder gar keine Diplomatie mehr, wenn wir mit solchen Leuten nicht mehr reden, oder wir machen hier bei Israel doppelte Standards und eine Extrawurst. Und da bin ich auch in dieser Krise dagegen. Also ich bin dafür, dass man deutlich sagt, was da Sache ist, dass man auch sich überlegt, und das finde ich, die Frage muss man schon immer stellen, und ich verstehe, dass da Meron aus Israel kommt,
anders tickt als ich, der in Deutschland aufgewachsen ist mit diesem Land, die alle keine Antisemiten sein wollen, aber dann immer antisemitische Narrative trotzdem vor sich hin sprudeln lassen. Da bin ich schon dafür, dass man überlegt, wo ist das Selbstvergewisserungspolitik? Also wo machen wir Sachen, um uns selber gut zu fühlen, die gar keinen Impact hier unten haben? Und wo richten wir tatsächlich was aus und wie vermeiden wir es, dass wir bestimmte Leute füttern? Also dieses Programm dieser kritischen Fragen läuft bei mir, bei dem, wie ich mich artikuliere, immer mit. Trotzdem habe ich auch gemerkt bei den Interviews und den Gesprächen, die man führt, das Pendel schlägt mal in die eine oder in die andere Richtung aus. Hier liegt immer ein bisschen an der Gesprächssituation. Aber ich finde, klar muss man sagen, dass das, was da jetzt läuft, eben die gesamte Verfasstheit Israels in Frage stellt als Demokratie. Und das ist einfach super gefährlich. Und das müssen wir überall kritisieren. Und für uns als DEG, das wird uns, weil das eigentlich andere Mittel erfordern würde, in Zukunft schon eine andere Ausrichtung geben. Wir haben sehr viel in der Vergangenheit auch auf Dialog mit dem Staat und in seinen Institutionen gesetzt. Wir müssen noch stärker als bisher sozusagen Dialog mit den gesellschaftlichen Bereichen setzen, mit denen, die wir da unterstützen wollen und mit denen wir einer Meinung sind, in der Hoffnung, dass durch diese sichtbaren Kontakte, ich will jetzt die DEG gewiss nicht größer machen, als sie ist in ihrer Bedeutung, aber das vielleicht auch als Vorbild gegenüber der Regierung, dass man mit denen redet und sichtbar redet, deren Auffassung man teilt und versucht, die dadurch aufzuwerten und zu stärken, in der Hoffnung, dass selbst wenn das jetzt durchgepeitscht wird, dass trotzdem das dann nicht das letzte Wort in der Geschichte ist und sich da etwas zeigt. Weil was ich schon beeindruckend finde, also ich musste einigen Aufwand treiben, dass ich heute von Jerusalem nach Tel Aviv und wieder zurückkam. Also dieser hohe Grad der Mobilisiertheit, das waren ja in den letzten Wochenenden immer mal wieder bis zu 200.000 Menschen auf die Straße. Wenn man das auf deutsche Bevölkerungsverhältnisse hochrechnet, redet man über Millionen von Demonstranten. Das hatten wir nicht mal in der Hochzeit der Friedensbewegung im Bonner Hofgarten. Und also das zeigt auch die demokratische Substanz, die in der israelischen Gesellschaft vorhanden ist. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Ungarn und Polen. Ja? Also hier, die Menschen sind nicht bereit, das kampflos auszuleben. Und man erlebt dabei auch Überraschungen. Also in der Vergangenheit fand ich immer Shaquette Bennett und dieses jüdische Heim und Liebermanns Israel Beteinu so schrecklich, was mich schon schwer beeindruckt hat, dass dann Abgeordnete von Israel Beteinu in den Ausschüssen weinen, weil diese Justizreform da von der Mehrheit beschlossen wurde. Das sind auch Rechte, aber die haben eine rechte programmatische Agenda, aber sind sozusagen doch irgendwie gesättelte Demokraten und wissen, dass auch ihr politischer Wille Grenzen braucht und dass auch die politische Opposition bestimmte Rechte haben muss und dass das die Voraussetzung der Freiheit aller ist, auch der Freiheit derjenigen, die da aktuell in der Mehrheit sind. Also so viel vielleicht zum Einstieg, damit wir hier noch ins Gespräch kommen. Ja, ganz herzlichen Dank, Volker. Bevor wir zur zweiten Frage kommen, würde ich gerne noch eine zweite Runde machen und zwei oder drei Fragen auch aus dem Chat aufgreifen und euch beide bitten, dazu kurz noch etwas zu sagen. Das eine geht in die Richtung, dass man ja, aber dann doch die äußere Bedrohung Israels immer berücksichtigen müsse. Also das ist so ein bisschen das Argument, ja, es ist nicht schön, aber denkt auch daran, unter welchem Druck oder welcher Bedrohung Israel nach wie vor steht. Iran, Hisbollah und so weiter. Das ist die eine Sache. Wie müssen wir das berücksichtigen? Können wir das berücksichtigen? Und die zweite Frage Richtung ist, was können wir hier sinnvoll in Deutschland machen, in unseren israelfreundlichen, unterstützenden Organisationen, um die Leute zu unterstützen, die jetzt auf der Straße oder in der Knesset und insgesamt das Wort erheben. Das wäre die Frage. Und dann kommt noch eine Frage, aber die führt jetzt vielleicht heute zu weit.
nach der erkennbaren Stabilität dieser Regierung. Aber das ist vielleicht ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber Herr Mendel, vielleicht können Sie zu den zwei anderen Fragen noch was sagen. Ich würde dann gerne auch den zweiten Punkt nochmal aufrufen. Bitte schön. Vielleicht nochmal kurz zu Volker. Ich stelle schon eine zu der Frage, soll man sich mit Minister wie Tamar Ben-Gvir treffen? Also ich finde sozusagen grundsätzlich unterschiedlich, wenn man zu einer verfeindeten Regierung in Iran fährt sozusagen oder mit Putin trifft, sozusagen mit einem Land, das in einer, also alles anders als Freund von Deutschland zu begreifen ist, und dann redet man mit einer Regierung, mit der man sozusagen in eine feindliche Gesinnung zueinander steht. Da werde ich auch genauso sehen, und das muss man auch mit Feinden sprechen. Das ist eine Kategorie. Ganz anders ist, wenn man zu einem Land fährt, in dem so tiefe Verbundenheit und große Freundschaft verbindet. Und ein Foto von, also sagen wir, von Frau Baerbock mit Itamar Ben-Gvir, egal was hinter der geschlossenen Tür gesagt wurde und wie kritisch und wie wütend man miteinander gesprochen hat, das Foto spricht von sich, und das wäre eine Art von Ritterschlag vor diese Rechtsextremisten. Und wir müssen das wirklich das Kind beim Namen nennen. Ich hatte das Glück, Ben-Gvir vor 25 Jahren persönlich mehrfach kennenzulernen. Ich war Soldat, er war ein Rechtsextremist in Hebron, der Tag und Nacht dafür gesorgt hat, dass die einheimische Bevölkerung in diese 200.000 Einwohnerstaat nicht in Ruhe schlafen konnten, weil er ständig da denn mit Steine und mit Urinbeutel beworfen hat. Der hatte Gemüsestände demoliert. Und wenn wir, die Soldaten, versuchten, ihn aufzuhalten, hat er uns auch als Nazis beschimpft. Und im Wesentlichen hat er sich nicht verändert, ganz im Gegenteil. Und mit solchen Leuten würde ich sagen, redet man in Deutschland nicht, und mit solchen Leuten redet man auch in Israel nicht. Und diese Leute, die müssen auch, ich weiß, das würde ich dir, Volker, recht geben, ich habe vielmehr die israelische Perspektive als die deutsche Perspektive, aber ich will diese Perspektive gerne widerspiegeln. Weil die Israelis fühlen sich Teil der westlichen Welt. Und es ist kein Zufall, dass in jedem israelischen Wahlkampf die Kandidaten haben Plakate, große Plakate auf der Ayalon Highways aufgehängt, wo sie sind, zusammen in der Gesellschaft von alle westliche, aber auch Putin und übrigens auch Anführer der Welt, um zu sagen, die Welt erkennt uns an, wir sind wichtig. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die israelische Politiker an allererster Stelle Netanyahu an die Bevölkerung schickt. Und deswegen sehe ich, es wäre ein großer Fehler, wenn die deutsche Regierung, genau diese Regierung, der sich seine Legitimität praktisch komplett ausgespielt hat, diese Legitimität wieder herstellt. Da ist eine klare. Und dann verbinde ich mit Ihrer Frage, Herr Kuhn, was können wir von hier machen? Also ich weiß, ich führe seit einigen Wochen viele Hintergrundgespräche mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Büro von Frau Baerbock, mit unserem Bundespräsident und mit vielen Mitgliedern des Bundestags, und zu alle habe ich die gleiche Botschaft. Ihr müsst ganz klar diese Botschaft ganz klar auch sozusagen nach Israel senden, dass die Freunde Israels sehr besorgt sind. Das ist auf keinen Fall Business as usual, und das ist keinen Fall nur interne Sache in Israels. Und das wäre der richtige Beweis, dass eine Freundschaft gegenüber Israel. Und das ist nur sozusagen, ich sehe sozusagen meine Rolle hier nur als eine Scharniere zwischen denjenigen, die gerade in Israel auf der Straße gehen. Und ich meine, ich bewundere auch, dass so viele Leute da auf der Straße gehen. Aber ich frage mich auch,
wie lange kann das aushalten? Wir haben heute auch die Fotos gesehen, welche Brutalität die Demonstranten durch die Polizei behandelt werden. Wir sehen einfach, dass der Druck immer größer wird, und deswegen muss auch Deutschland eine signale Solidarität gegenüber dieser Bewegung auch senden und auch klare ablehnende Signal gegenüber der jetzigen Regierung. Vielen Dank. Volker, möchtest du noch mal darauf erwidern? Ja, ich will vor allen Dingen den Rest der Frage beantworten dann. Da war ja, okay, die Frage, gerne, ja. Die Gefahr, was bedeutet die Gefahr von außen für diese Diskussion? Ja, danke. Und da muss ich sagen, wird umgedreht ein Schuh draus. Also gegenwärtig diese Spaltung der israelischen Gesellschaft mit der Ansage von ganz vielen Reservisten, Offiziere und ehemalige Soldaten, die gesagt haben, sie lassen sich nicht mehr einberufen. Dieser Konflikt schwächt insgesamt Israels Sicherheitsposition und auch die Agenda für die palästinensischen Gebiete, die ist rein innenpolitisch motiviert. Also da wird eben diese Siedlerbewegung politisch zufriedengestellt. Sie ist, wenn man gesamtpolitisch die Sicherheitsgefahren und Herausforderungen Israels anschaut, mit dem Iran, der jetzt kurz vor dem Durchbruch zur Atombombenfähigkeit ist, mit der Ausrüstung der Hisbollah im Libanon, mit den iranischen und Hisbollah-Einheiten in Syrien, vor ganz anderen Gefahren stehen die, als dass sie sich zum Beispiel den Clash in den palästinensischen Gebieten leisten können. Weil wenn sie in so einer Situation von außen noch gefordert sind und gleichzeitig viele Kräfte militärisch gebunden sind in der Sicherheitsoperation in den palästinensischen Gebieten, dann ist trotz aller Technik und Erfahrung und Ausbildung der israelischen Armee nicht klar, ob die Sicherheitsherausforderungen im Zweifelsfall bewältigbar sind. Und das nehmen die Feinde Israels natürlich auch wahr. Also deshalb finde ich, muss man eigentlich, und da sehe ich jetzt vielleicht nicht von uns, die wir hier am Tisch sitzen, aber für die für Außenminister, Verteidigungsminister und so, tatsächlich eine Möglichkeit, auch solche Argumente an die andere Seite heranzutragen, weil meinem Eindruck nach sieht das Netanyahu sogar. Also Netanyahu war für diese Konferenz des Auswärtigen Amtes angekündigt, hat kurzfristig abgesagt. Ich vermute, weil er Angst hatte, dass es da Ärger auf der Konferenz geben. Der hat einen Film geschickt und sah super schlecht aus. Also der sah richtig krank und völlig erschöpft aus. Und der ist ja nicht blöd. Der hat ja in der Vergangenheit so Sachen wie die Abraham Accords hingekriegt, hat mit den Russen das Comment hingekriegt, dass er in Syrien iranische Stellungen bombardieren kann, wenn er vorher die Russen vorwand. Das sind ja alles politisch durchaus Leistungen. Und der sieht das schon. Der hat bloß gegenwärtig eine andere Priorität. Und diese Priorität ist halt nicht Wohl des israelischen Staates und seine Sicherheit, sondern seine subjektive Situation mit den Verfahren, die er am Hals hat, die ihn zu solchen falschen politischen Entscheidungen gebracht hat. Und dass man das sieht, das darf man schon zurückspiegeln, weil wenn man das argumentiert, könnte es schon sein, dass es auch im Regierungslager, im Likud bröselt, weil die sind sicher nicht alle davon begeistert, aber sie trauen sich gegenwärtig alle nicht. Aber da geht es dann wirklich ans Eingemachte bei diesen Fragen. Deshalb halte ich das auch für die starken Argumente. Und deshalb würde ich sagen, umgedreht wird ein Schuh draus. Also gerade weil diese Gefahren da sind, ist es leichtfertig, eine solche innenpolitische Polarisierung in Israel für die billigen parteipolitischen und persönlichen Interessen einiger in Kauf zu nehmen. Bei der Frage, da werden wir uns wahrscheinlich nicht einig mehr, wie man damit umgehen soll,
Ich finde, wenn man ein High Five mit dem iranischen Botschafter macht, lässt sich das mit Bin-Mir nicht mehr argumentieren. Aber ich würde mir eben wünschen, dass man hier dann einfach entsprechend klare Ansagen macht. Und man muss keine schönen Bilder, wo beide drauf lächeln, machen. Man kann auch total frostig sein bei solchen Auftritten. Mit diesen Fotos kann dann auch keiner was anfangen. Muss man allerdings durchhalten, verlangt eine gewisse Disziplin im Auftritt. Aber ich finde, gerade das ist Diplomatie, dass alle sehen, dass da was nicht stimmt und dass die da ein Feedback kriegen von der anderen Seite. Also ich will jetzt niemanden dazu prügeln, dass er ausgerechnet mit Bentier oder Smotrich da einen Termin macht. Aber ich würde, also es gab ja auch die Auseinandersetzung, ob Marco Buschmann nach Israel fährt vor 10 Tagen oder einer Woche. Und ich habe mich ans Auswärtige Amt gewandt und ich habe gesagt, ich finde es falsch, nicht zu fahren. Ich finde es richtig, zumal es da erstmal einen anderen Anlass gab, diese Rosenholz-Ausstellung, Akte Rosenholz, war der Anlass. Und ich habe gesagt, es ist doch eine gute Gelegenheit, um von Justizminister zu Justizminister dem anderen mal die Meinung zu geigen. Und das muss man natürlich dann auch machen. Also man muss Mut haben zu schwierigen Terminen. Aber alles andere hilft auch nichts, weil die schirmen sich gegenwärtig ab. Das ist mein Eindruck. Die reden nie mit niemandem, der nicht ihrer Meinung ist. Die, wie gesagt, die sagen einfach alle Termine ab. Und wenn dann einer kommt, wie der Schickeli, dann beschimpft er erstmal alle Reihe um so unsäglich und geht auf kein Argument oder nicht mal eine Fragestellung zu diesen Sachen ein. Deshalb ist eigentlich sind so internationale Besuche eigentlich die einzige Möglichkeit, um die in ihrem Kokon vielleicht irgendwie zu irritieren. Ob das was bewirkt, ist auch noch eine Frage, aber es ist vielleicht eine Möglichkeit. Zu der Frage Stabilität, da hört man aus der Beamtenschaft der Ministerien Unterschiedliches. Also es kracht wohl ganz erheblich hinter den Kulissen und diese Auseinandersetzung zwischen Smotrich, dem Verteidigungsminister und Ben-Gvir bei diesen Sicherheitsfragen und die Auseinandersetzung jetzt um diese Siedlergewalt, Da gibt es schon sehr, sehr divergierende Interessen. Es gibt lediglich das Interesse von Netanyahu, das zusammenzuhalten. Aber dem ist natürlich auch klar, dass ihm das alles um die Ohren fliegen kann. Und dann ist er auch weg. Dann nützt ihm auch seine ganze Justizreform am Ende nichts. Ja? Und deshalb sollte man da meines Erachtens einerseits deutlich sein, auch auf diese Frage, sich zu überlegen, wo kann man Friktionen und vertiefen, Haarrisse zu richtigen Brüchen machen in Gesprächen. Man soll sich dabei nicht selbst überschätzen, aber das ist zumindest ein Versuch wert. Dass wir das aber in der Gesellschaft jetzt als DEG, indem wir jeden Tag eine Kritikpresseerklärung rausgeben, bewirken, das glaube ich nun ein bisschen weniger. Okay, vielen Dank. Um jeden Tag, glaube ich, geht es nicht, sondern es geht um die grundsätzliche Haltung dazu und Analyse. Und da habe ich jetzt große Übereinstimmung zwischen beiden gehört, auch Differenzen, auch vielleicht in der Analyse über die Wucht und die Bedeutung dieser Umsturzes, sagen ja einige. Das können wir aber so stehen lassen, weil ich glaube, die Übereinstimmung ist sehr groß. Ich würde gerne die zweite Frage noch anschließen, weil sie wirklich für unsere Arbeit, für die Arbeit der deutsch-israelischen Gesellschaft sehr damit zusammenhängt. Das ist nämlich die Frage, ob die Formel Antizionismus ist immer Antisemitismus, ob die richtige ist. Und ich will das mal zuspitzen, weil es ist ja dann auch immer die Behauptung, dass auch, ich rede jetzt wirklich nicht von Terrorismus oder sonst was, sondern auch die politische Bewegung der Palästinenser, der Widerstand gegen die Vorbereitung und die Gründung eines Staates dort im Nahen Osten, ob das per se und von immer antisemitisch gewesen ist. Es gibt ja einen Unterschied, ob man sagt, man hält das für
falsch, wenn nicht gerechtfertigt und terroristisch sowieso nicht legitim. Aber das Branding als antisemitisch ist ja nochmal etwas anderes, weil dann damit wird ihr jegliche Legitimität und auch abgesprochen. Und das färbt sich ja auch ab auf Diskussionen innerhalb der DEG, wo man dann eben auch erlebt, dass man schon ganz in der Nähe des Antisemitismus oder der BDS-Bewegung ist, wenn man darüber nachdenkt, dass auch in der heutigen Situation es für die Palästinenser am Ende eine faire Lösung geben sollte. So, das ist eine innere Diskussion, die ich aber hochaktuell und auch brandgefährlich für die DEG finde. Und deswegen würde ich da gerne auch beide Seiten hören, die doch davon, jedenfalls der Menschen direkt betroffen war. Wenn ihr wollt, kann der Volker Berg jetzt anfangen, aber wir können es auch bei der Reihenfolge lassen, müsst ihr sagen. Nein, das musst du entscheiden. Das soll ich entscheiden. Dann sage ich, dann soll doch als der eher oft angegriffene Herr Mädel wieder beginnen. Okay, danke. Vielleicht um zu dem ersten Thema auch so eine Brücke zu bauen zu dieser Frage, kann ich Ihnen erzählen, es gab vor 2 Wochen hat der israelische, in Amerika lebende Professor Omer Bartov einen Artikel in der FAZ geschrieben. Seine These war, dass das, was wir heute sehen, also die neue Regierung, die Ursünde ist dann in der Art und Weise, wie 1948 Israel gegründet wurde. Und er hat gezeigt, dass sozusagen dass Zionismus, wie von uns seine Hauptzielscheibe war, David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, wie seine Entscheidungen über die Staat als jüdisch und demokratisch dazu geführt haben, dass wir heute diese Regierung haben. Also der Omer Bartov ist der Sohn von Hanoch Bartov. Hanoch Bartov ist ein von den wichtigsten Schriftsteller Israels, die Gründungsgeneration, hat in der Palmach, also in der Untergrund gegen der britische Mandat gekämpft, hat in Kibbutz gelebt und mehr als zionistische Grundvater gibt's nicht als der Hanoch Bartov, und Omer ist sein Sohn. Wir kennen uns schon auch seit gut 20 Jahren und ich schätze ihn sehr. Aber er hat mir dann noch den Entwurf geschickt und ich habe das sehr kritisch kommentiert, konnte ich aber natürlich ihn in seine Grundthese nicht mit meiner Überzeugung nicht überzeugen. Ich sehe wohl nicht das Problem, also das Problem nicht in der Gründung eines jüdischen Staates in Nahosten, sondern ich sehe, bei mir ist das Problem, ich bin so ein Schüler von Yeshayahu Leibowitz, der linke religiöse Philosoph, der gesagt hat, er hat einen Artikel 1968, wo er gesagt hat, das Problem in der Sechstagekrieg ist nicht der Sechstagekrieg, ist der siebte Tag. Der siebte Tag sollte Israel sich zurückziehen auf die von den besetzten Gebieten. Und das ist der Zionismus. Und ich finde diese Debatte zwischen Yeshayahu Leibowitz und Omer Bartov ist total interessant. Also wo ist sozusagen im Endeffekt in der Analyse sind beide ähnlich, man schaut auf die Siedlerbewegung, auf den Rechtsruck, auf diese Verbindung zwischen Messianismus, religiöser Fundamentalismus und Nationalismus, und denkt sich, wo sind wir falsch abgebogen? Wie es dazu kommen konnte, dass sowas dann auch entsteht? Gerade wenn man denkt, an Leute wie Martin Buber, die Zionisten, die in den 30er Jahren oder auch Theodor Herzl, wie sie dann sich vorgestellt haben, wie soll das Land aussehen als liberale Demokratie, die auf Menschenrecht basiert ist und für alle unabhängig von deren Religion und ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht genau die gleiche Chancen anbietet. Warum erzähle ich diese Debatte? Weil natürlich kann man sagen, ja, Omer Bartov ist Antizionist. Er sagt, das Ganze ist, das war von Anfang an falsch. Juden, das durfte keine Stadt, die sich als jüdisch definiert, gegründet werden. Das hat Ben-Gurion falsch gemacht.
Und dann fällt er in diese Kategorie, dass Sie gerade aufgemacht haben, Herr Kuhn, nämlich die Kategorie des Antizionist. Und dann unweigerlich, das ist diese Verkürzung zu sagen, er ist auch gleich Antisemit. Also dann frage ich mich wirklich, welche Gefallen wir uns tun, also Freunde Israels, diejenigen, die uns alle eint, dass wir Antisemitismus bekämpfen wollen. Ich muss das auch nicht unter Beweis stellen, das tue ich seit mehr als 15 Jahren und in der Arbeit der Bildungsstätte Anna Frank denke ich nicht in der Verdacht, dass ich Antisemitismus nicht das Problem sehe oder das nicht bekämpfen will. Aber ich frage mich wirklich, weil ich mir sehr bewusst ist aus meiner Arbeit, wie groß das Problem des Antisemitismus ist und wie breit ist in alle Teile der Gesellschaft, sollen wir auch jetzt Leute wie Omer Bartow als die große Antisemiten da eine Frage stellen? Was hilft uns das in den Kampf gegen Antisemitismus? Sollen wir vielleicht lieber an andere Leute das abzielen? Und sicherlich, und dann wird es gleich gehen, na sicherlich gibt's auch solche, die ihre Antizionismus durch eine tiefe antisemitische Überzeugung begründet ist. Steht außer Frage. Und dann müssen wir mit dieser Komplexität umgehen. Es gibt Antisemiten, die Antizionisten sind, und es gibt sehr viele Leute wie Omer Bartow. Punkt. Also ich bin sowieso kein so großer Freund, immer jemanden als Antisemiten zu bezeichnen, weil ich immer von der Hypothese ausgehe, dass 2000 Jahre Antijudaismus und antisemitische Kultur in unseren Köpfen alle Spuren hinterlassen haben. Und dann ist immer die Frage beim Antisemiten, wie viel Antisemitismus muss man im Kopf haben, damit man als solcher bezeichnet werden kann. Ich würde aber sagen, dass bestimmte Gedanken antisemitisch sind oder bestimmte Thesen oder Narrative. Und wenn man Zionismus versteht als das, was er ursprünglich sich selbst verstanden hat, nämlich als Bewegung zur Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechts des jüdischen Volkes, dann ist das Gegenteil, also dem jüdischen Volk ein solches Selbstbestimmungsrecht per se abzusprechen, natürlich ein antisemitischer Vorgang. Es sei denn, man ist absoluter Internationalist und Anarchist und sagt, es darf überhaupt keine Staaten und schon gar keine Nationalstaaten mehr geben. Und deshalb lehnt man auch die entsprechende Bewegung im Judentum ab. Aber wenn man das nicht tut, misst man halt mit zweierlei Maß. Und warum spricht man ausgerechnet dem jüdischen Volk das ab? Und deshalb würde ich sagen, ist im Grundsatz Antizionismus, wenn er sich gegen das Selbstbestimmungsrecht des jüdischen Volkes pauschal richtet, ist das schon ein antisemitischer Gedanke. Gleichwohl kann man nicht sagen, jeder, der den jüdischen Staat ablehnt, schon auch gerade in der Geschichte, ist antisemitisch, weil aus religiösen Gründen ursprünglich die Mehrheit der Orthodoxie eine jüdische Staatsbildung vor der Rückkunft des Messias aus religiösen Gründen abgelehnt hat. Und das hat eigentlich da der große Meinungsumschwung durch die Verfolgung in der Mitte des 20. Jahrhunderts und den Holocaust stattgefunden. Da hat man das dann ein bisschen zurückgestellt. Und wie schwierig das war, kann man ja nachlesen in diesen sogenannten Letter of the Founding Fathers, die ja zum informellen Verfassungsrecht Israels gehören, wo zwischen der zionistischen Organisation und den orthodoxen Organisationen 47 entsprechende Briefe ausgetauscht waren. Und da sieht man auch die innere Distanz zu dieser Staatsbildung. Und natürlich waren diese Gläubigen, die sagten, es darf keinen Staat von uns Juden geben, natürlich keine Antisemiten, sondern es war eine unschuldige religiöse Vorstellung, die man eben nicht teilen muss, aber die keine antisemitische Motivation im Hintergrund hat. Aber wenn nicht Juden sagen, die Juden sollen das grundsätzlich nicht haben, finde ich, kann man schon davon sprechen, dass es ein antisemitischer Gedanke ist. Selbstbestimmungsrecht, das hat ja Hermann auch aufgeworfen mit dem palästinensischen Volk. Haben die Palästinenser ein Selbstbestimmungsrecht? Völkerrechtlich eindeutig ja.
Auch wenn die Frage ist, ab wann gibt es eigentlich so ein Selbstverständnis, dass die Palästinenser Palästinenser sind und nicht Araber. Das ist ziemlich neu, das ist ein Produkt eigentlich des Konfliktes, weil auch die palästinensische Befreiungsorganisation wurde ja 64 gegründet und kam gar nicht auf die Idee zu sagen, wir wollen die Westbank schon mal als wenigstens als Kernzelle eines palästinensischen Staates, sondern sie wollten Israel von der Landkarte putzen. Das war mit palästinensischer Befreiungsbewegung zunächst mal gemeint. Und ansonsten teilte man den Panarabismus, den es in der Region in verschiedenen Versionen immer wieder gab und gibt, natürlich auch da. Aber wenn Sie es selbst heute so verstehen, unabhängig davon, dass Sie das nicht immer so getan haben, sind Sie eine Entität, die bestimmte Rechte hat. Aber das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes heißt nicht, dass man Recht auf einen eigenen Staat hat, prinzipiell. Das bedeutet es im Völkerrecht nicht. Es bedeutet, dass die sprachlichen und kulturellen und womöglich auch religiösen Rechte eines solchen Volkes berücksichtigt werden müssen. Leuchtet vollkommen ein, wo soll das Selbstbestimmungsrecht des Roma-Volkes zum Tragen kommen? Ja, die sind überall in europäischen Gesellschaften als Minderheiten konstituiert, ohne geschlossene Siedlungsgebiete, wo man sagen könnte, da sollen die jetzt ihren eigenen Staat haben. Ähnlich haben das die Kolonialmächte bei den Kurden bei der Entkolonisierung entschieden und ihnen eben keinen eigenen Staat entsprechend zugewiesen. Also das vielleicht ein bisschen zur Rahmung. Also das Selbstbestimmungsrecht darf man denen nicht absprechen, was das dann im Ergebnis heißt. Das muss in einem politischen Prozess ausgehandelt werden. Und da würde ich auch immer sagen, da muss es eine Lösung geben. Und also gerade auf der Konferenz heute wurde auch von vielen gesagt, dass die Zwei-Staaten-Lösung einerseits so ein bisschen eine leere Formel ist, weil man keinen Weg dahin gegenwärtig beschreiben kann. Gleichzeitig ist sie für mich auch ein semantischer Container, dass man sagt, da ist noch eine Frage offen, die für die Palästinenser gelöst werden muss. Deshalb verwende ich diese Formel als politisches Projekt weiterhin, um klarzumachen, dass man das irgendwie lösen muss und dass ich es keine so kluge Idee finde, zumindest im ersten Schritt eine Einstaatenlösung vorzusehen, weil da die Versuche unter den Vorstellungen, hinter denen das jetzt hier gegenwärtig politisch diskutiert wird, dazu führt, dass es zwar einen Staat gibt, aber ein Teil der Bevölkerung dann noch nicht Staatsbürger ist. Und sowas geht natürlich im Ergebnis gar nicht und das würde den Konflikt nur verschärfen. Also deshalb, ich finde, man sollte auch bei dem Thema Antizionismus nicht mit der Kritik zurückhalten, was da zum Teil geäußert wird. Dass man historisch einem Historiker zubilligt, dass er den Verlauf kritisch betrachtet anhand von Quellen, das sei immer zugestanden. Ich meine ja, dass man die Entstehung Israels vor allen Dingen in den Kategorien von Befreiungsbewegungen und entsprechenden Staatsbildungen lesen muss. Und bei diesen Befreiungsbewegungen und Entkolonialisierungsprozesse gab es immer entsprechende Unrechtstatbestände, die es auch bei der israelischen Staatsgründung gegeben hat. Ansonsten vielleicht noch, weil du so viele interessante Literaturhinweise gegeben hast, Meron. Es gibt ein kluges Buch von einem Herrn Walzer, einem Israeli, der die Entstehung Algeriens, Indiens und Israels vergleicht, wo er sagt, da waren überall im Zeitpunkt der Befreiungsbewegung säkulare Eliten daran vorneweg, die ein säkulares Staatsprojekt im Kopf hatten, haben sich verbündet, um massenbewegungsgängig zu werden, mit den religiösen Gruppen einen Pakt zu schließen. Und es zeichnete sich dann im weiteren Verlauf Tendenzen zu einer feindlichen Übernahme des Projektes durch die religiösen Gruppen ab. Das ist halt, wenn man eine demokratische Struktur einführt, immer eine der Gefahren, dass in der Demokratie sich undemokratische Kräfte und dann Zunutzemachung
von demokratischen Möglichkeiten, die die demokratische Verfasstheit zur Verfügung stellen, das Projekt übernehmen und es zerstören. Und übrigens, das ist aber auch keine, gerade aus deutscher Perspektive muss man sagen, das ist ja echt keine Spezialität, die es in Israel gegeben hat. Was war mit Weimarer Republik und was die Nazis dann gemacht haben? Das war ja auch, also da hat man auch mit den Regeln der Demokratie im Prinzip die Grundlagen der Demokratie ausgehöhlt. Deshalb halte ich das wirklich für falsch, in der Analyse zu sagen, das ist jetzt hier das besondere Problem bei Israel, sondern und ich will es in keiner Weise mit den Entwicklungen, die wir in Deutschland hatten, da vergleichen oder gleichsetzen. Aber diese Problematik haben wir im Verlauf in vielen Demokratien, dass Bewegungen aufstehen unter demokratischen Verhältnissen, die die Grundlagen des Spiels grundsätzlich in Frage stellen. Und das sollten wir auch, wenn wir das bei Kritiken an Israel und seinen Entwicklungen haben, immer mit einbetten. Also ansonsten finde ich das immer ein bisschen seltsam, dass einem das immer nur bei Israel auffällt und nicht, wenn Le Pen in Frankreich die Wahlen fast gewinnt oder wenn in Italien die Allianza Nazionale sogar das Ministerpräsidentenamt erobert. Na gut, aber wir sind ja nun mal die deutsch-israelische Gesellschaft. Bevor ich dann im Ende nochmal das Wort gebe, würde ich ein, zwei Sachen noch hinzufügen, aus meiner Sicht. Also kein Recht auf eigenen Staat. Die Vereinten Nationen haben 1947 genau das beschlossen. Also ich wundere mich immer wieder, dass gesagt wird, ja, Selbstbestimmungsrecht, ja, aber keinen eigenen Staat. Der bindende völkerrechtliche Beschluss, der auch die Grundlage Israels ist, gilt auch für die andere Seite. Und ich stelle mir immer noch mal die Frage, wir sind uns ja natürlich vollkommen einig, dass heutzutage wer immer noch das Recht und die Legitimität Israels als jüdischer Staat in Frage stellt, dass wir das kritisieren, dass wir das scharf kritisieren, weil es in der Regel mit Gewaltandrohung verbunden ist. Aber warum wir das dann auch Antisemitismus nennen, das ist mir immer noch nicht klar. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Die Sinti und Roma, wenn diese Gruppe jetzt, was ja nicht verwunderlich wäre, auf die Idee kommen, eine Bewegung zu gründen, endlich auch eine Heimstätte für diese so zerstreute Menschengruppe, die unglaublich gelitten hat bis heute unter Verfolgung, so auch zu gründen und zu finden. Wenn die auf diese Idee käme, dann würden ganz viele Leute auf der Welt, vielleicht wir auch, sagen, das glauben wir, ist heutzutage keine so gute Idee. Und wir hätten auch rationale Argumente, weil wir müssten irgendwo Platz schaffen für sie. Und wie wird das ausgehen? Aber ist das jetzt Antiziganismus, wenn wir das sagen würden? Wir halten das für keine gute Idee. Also diese Erhöhung von einer völlig richtigen Kritik an der Überlegung, Israel sollte nicht existieren, als Antisemitismus, was ja jeder verbindet mit dem Holocaust und so weiter. Das ist immer meine Frage und das stelle ich eben auch bei anderen Diskussionen fest in Deutschland. Warum kritisiert man die Kritiker Israels nicht damit, dass sie falsch liegen, dass sie einfach nicht recht haben, dass sie gehässig sind? Warum muss immer der zusätzlich die Behauptung, das sei antisemitisch? Und ich glaube, in vielen Fällen tun wir uns einfach keinen Gefallen. Diese Diskussion würde ich gern auch nochmal an Herrn Mendel geben. Und Volker, du kannst natürlich dann nochmal. Herr Mendel. Ja, Herr Kunz, sprechen Sie mir auch aus der Seele. Ich bin, um auch ganz offen zu legen, also das Thema, das ich seit 3 Jahrzehnten für 2-Staaten-Lösung Einsätze ist kein Geheimnis. Ich war sozusagen noch als Teenager haben wir an die damals gab keine Mauer oder sogar einen Zaun, aber wir haben an die grüne Linien demonstriert für 2-Staaten-Lösung. Also das ist trotz allem immer noch meine Position. Nichtsdestotrotz, also ich kann sehr gut verstehen diejenigen, und es gibt sehr viele intelligente Leute, die das Thema sehr gut kennen, die einfach schauen auf die Situation und sagen,
mit 500.000 oder nahezu 500.000 jüdische Siedler in Westbank, die jegliche Möglichkeit, eine halbwegs funktionierte Staat in diesem Territorium zu unmöglich machen. Mit der Tatsache, dass, wie ich schon vorher gesagt habe, die israelische Regierung mit der Zuständigkeit des Finanzministeriums für die besetzten Gebiete ganz klar kommuniziert, die gehören zu Israel, sagen meine Ansprechpartnerinnen und Partner, jüdisch und nicht jüdisch, ja, lieber Meron, du schließt die Augen vor der Realität. Wir haben de facto einen Staat. Und jetzt ist die Frage, dass diese Stadt nicht eine Dreiklassenstadt wird, nämlich die jüdische Israelis, die Araber mit israelischer Staatsangehörigkeit und die Palästinenser als die dritte Stufe. Und deswegen muss man diese Territorium zwischen Jordanfluss und Mittelmeer als einen Staat begreifen. Und diese Territorium, wo ungefähr 50% jüdisch und 50% nicht jüdisch, ein bisschen mehr als 50% nicht jüdisch, kann sich nicht mehr als ein jüdischer Staat definieren, sondern es bleibt nur demokratischer Staat. Das schmerzt mich. Das finde ich sehr trub, weil ich hier auch realpolitisch keine gute Aussichten sehe für so eine Stadt, die aus Erzfeinden entsteht. Wenn in Gaza der Hamas 85% Popularität hat, ein Hamas, der die Vernichtung der Juden propagiert, ich sehe hier ein großes Potenzial eines Genozids in eine oder andere Richtung. Also ich will gar nicht diese Einstaatenlösung jetzt propagieren. Mein Punkt ist genau wie Sie, Herr Kuhn. Ich kann mit diesen Leuten diskutieren, die das als Realität begreifen. Und jetzt zu sagen, ich nehme Volker deine Definition, jeder Nichtjude, der sagt, Einstaatslösung ist die einzige Lösung, der realpolitisch noch umsetzbar ist und ist praktisch eine Abbildung der Realität, diese Leute jetzt pauschal als Antisemiten oder solche, die antisemitische Gedanken gut dann propagieren, abzustempeln, finde ich einfach in der Sache falsch und auch kontraproduktiv. Und ich würde genauso wie Sie, Herr Kunde, dafür plädieren, lass uns bei den Argumenten bleiben. Und wenn jemand ein antisemitisches Argument bringt, dann kann man das benennen. Aber wenn jemand das sagt, realpolitisch sehe ich nicht, wie eine jüdische Stadt unter diesen Gegebenheiten noch aufrechtzuerhalten ist, dann sucht man bitte die gute Gegenargumente und unterlasse das, diese Person gleich als antisemitisch oder als jemand, der antisemitische Gedanken gut verbreitet, dann abzustempeln, das bringt uns nicht weiter. Ich weiß gar nicht, wer das tut, außer Benny Weintal, aber ich sehe, wenn man die grundsätzliche Frage stellt, die Herr Wein gestellt hat, ist Antizionismus antisemitisch oder kann es antisemitisch sein, dann würde ich immer sagen, ja, wenn es bedeutet, das Selbstbestimmungsrecht des jüdischen Volkes in Frage zu stellen, obwohl man andere Selbstbestimmungsrechte anderer Völker nicht in Frage stellt. Weil dann heißt es eben, die Juden sind halt eben da irgendwie defizitär, etwas Minderwertiges. Wenn man politisch über bestimmte Lösungen und dergleichen diskutiert oder sagt, nur so geht's oder so, dann ist es eine politische Diskussion, wo ich finde, dass dieses Label keinen argumentativen Mehrwert hat. Und deshalb mache ich es auch selber nicht, aber wenn gut. Aber so ein paar Annahmen, die du jetzt aber in deinem Vortrag da eingeführt hast, mehr und die würde ich schon noch mit einem Fragezeichen versehen. Also würde ich in Erinnerung rufen, die Zeiten von Barack, wo man bis zu 99% des Gebietes den Palästinensern angeboten hat und es keine Eingehen auf das Angebot gab. Das ist ein Problem, weshalb wir da keine Lösung haben. Dann würde ich zu den anderen sagen,
die europäische Position ist immer, und die Bundesregierung auch, alle Siedlungen sind eigentlich illegal. Das ist natürlich völkerrechtlich völliger Unsinn. Es gibt kritische UN-Sicherheitsratsresolutionen, die sind aber auch nicht in allen Fällen bindendes Recht. Und dass, wenn man seine Nachbarn mehrmals überfällt, aggressiv, dass man dann Territorium verlieren kann, das wissen die Deutschen eigentlich. Also wir haben das auch aus guten Gründen in beiden Weltkriegen entsprechend erlebt. Also dass es am Ende eine Verhandlungslösung geben muss, um zu klären, wo ist palästinensisches Staatsgebiet oder wo ist israelisches Staatsgebiet, beziehungsweise auf jeden Fall, woher hört israelisches Staatsgebiet auf? Weil ich bin gar nicht sicher, ob der nächste Schritt in einem Prozess, wo die Palästinenser zu mehr politischen Rechten über ihre Selbstbestimmung kommen, tatsächlich ein palästinensischer Staat ist, oder ob man nicht sich tatsächlich an dem Jahr 66 stärker orientieren muss und sagen, es ist überhaupt nur realistisch, dass es einen Vertrag gibt, wenn Jordanien und Ägypten für Gaza und Westbank mehr Sicherheitsverantwortung und vielleicht auch mehr politische Verantwortung übernimmt, weil die Israelis ansonsten einem Vertrag mit der anderen Seite nicht zutrauen, dass die entsprechend zugesagten Sicherheitsgarantien mehr wert sind als das Papier des Budapester Memorandums, dann muss man da gucken, welches ist da die Lösung. Zweitens, wenn es eine palästinensische oder arabische Staatlichkeit auf dem Gebiet der Westbank geben sollte, ist für mich auch nicht ausgemacht, dass es eine Staatlichkeit ist unter der Bedingung der Judenfreiheit oder Judenreinheit. Warum kann es nicht auch jüdische Siedlungen im palästinensischen Gebiet geben? Es gibt 25% Nicht-Juden auf dem israelischen Staatsgebiet, überwiegend Araber. Und das stellt Gott sei Dank niemand ernsthaft in Frage. Und das soll man auch nicht in Frage stellen. Also das finde ich sehr politisch erstaunlich in der Diskussion, dass man eine völlige nationalistische Homogenisierung der Bevölkerung mit der palästinensischen Staatsbildung als Idee verbindet. Da sind wir eigentlich überall drüber hinweg. In Israel ist das sowieso ganz anders. Und aber da wird es immer vorausgesetzt. Weil wenn man mal annimmt, dass das nicht die Voraussetzung ist, dann kann man mit paar Siedlungen aufgeben, Entschädigungen für die großen Siedlungsblöcke und dergleichen durchaus zu einer politischen Lösung kommen, unter der Voraussetzung, dass es eine politische Mehrheit in Israel gibt, die das will. Das ist gegenwärtig nicht der Fall, das ist ganz deutlich, aber das muss ja nicht so bleiben. Und es auf der palästinensischen Seite aber einen politischen Akteur gibt, der erstens in der Lage ist, auch einem Kompromiss zuzustimmen, ein Kompromiss, der auch Gebietsverluste bedeuten wird, und gleichzeitig der politisch in der Lage ist, hinterher entsprechend als Staat zu handeln und die Sicherheit herzustellen und zu verhindern, dass von seinem Staatsgebiet Angriffe auf seinen israelischen Nachbarn stattfinden. Und ohne diese beiden Voraussetzungen wird es da eh nichts geben. Aber trotzdem finde ich, man sollte die Parameter etwas zurückschrauben, wenn man nicht einen Spaß dran hat, noch in 30 Jahren über diesen oder in 50 Jahren über diesen Konflikt genauso zu reden, wie wir heute drüber reden. Viele Leute, die das befürchten. Ich bin da ganz und gar in der Beschreibung der Situation, der Probleme und auch warum natürlich auf beiden Seiten nicht auch Siedlungen, Städte, Dörfer einer anderen Volksgruppe, Nationalität, Religiosität sein können, ist völlig klar. Ich fürchte nur, dass es klare Aussagen der Leute, die dort in Siedlungen leben, der jüdischen Siedler, dass sie das nie und nimmer tun werden. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems. Ja, und ich finde nur, dass wir als DEG jedenfalls nicht und das auch nicht zustimmen dürfen und das auch kritisieren sollten, dass im Programm der neuen Regierung auch steht die Behauptung, dass ganz das biblische Kernland ist unser. Das ist eine Feststellung, eine These, die
nicht nur meinen, sondern auch den Ideen von Herrn Mendel und auch deinen einfach diametral entgegensteht, auch, glaube ich, die nicht völkerrechtsgerecht ist. Und die dürfen wir uns, glaube ich, nicht zu eigen machen. Ich wollte mit der Diskussion über Antisemitismus eigentlich das Gleiche wie in der ersten Runde sagen. Wir haben überlegt, was stärkt oder was schwächt Israel in dem, was sie existenziell bewältigen müssen, nämlich auch die Bedrohung von außen, den inneren Zusammenhalt. Und da waren wir uns vorhin einig, dass das, was sich andeutet von der israelischen Regierung, eher den Zusammenhalt in Israel dabei ist, zu zerstören, vielleicht nicht, aber stark anzugreifen, aber auch die Verbundenheit anderer mit Israel. Ich will jetzt gar nicht von der Diaspora reden, die auch hier mehrmals angesprochen wurde. Also das schwächt diejenigen, die für Israel sind. Und der Gebrauch des Antisemitismus schwächt eben teilweise auch die Gruppe, den Zusammenhalt derer, die eigentlich gemeinsam für Israel sind. Deswegen habe ich das angesprochen, weil es gibt wirklich auch einen Missbrauch dieses Vorwurfs und untereinander, auch in unseren Reihen. Und wenn ich lese, dass Mitglieder der DEG jetzt mit Herrn Weinteil den Rücktritt von Herrn Blume fordern und so, dann beunruhigt mich das sehr. Weil sie auch die dümmsten Geschichten dann hereinfallen. Man muss nur lang genug behaupten, jemand wie Herr Blume sei Antisemit, und dann ist man auch am Ende dabei, auch den Rücktritt zu fordern. Und das wird die DEG und unsere Gemeinschaft der Freunde Israels nicht stärken. Und deswegen wollte ich das gerne ansprechen. Da müssen wir einfach ein bisschen überlegter und großmütiger werden. Das ist mein Appell in dieser Sache. Und deswegen, das komme ich zum Ursprung zurück, deswegen, dass die Diskussion mit Herrn Mendel und mit Volker Beck, weil ich weiß, dass sie unterschiedliche Meinungen haben, dass sie sich auch mal streiten. Aber es geht ja, dass man sich vernünftig streitet. Aber häufig erlebe ich das leider im Moment nicht. Vielleicht lese ich zu viel, kann auch sein. Vielleicht sollte ich weniger Dinge zur Kenntnis nehmen und ein bisschen großmütiger sein. Ich weiß es nicht. Es macht mir Sorgen. Das ist das, was ich nochmal für diese Diskussion sagen wollte. Aber die beiden Gäste haben natürlich das Schlusswort. Wer immer das will. Also ich würde sagen, das Thema entspannter diskutieren und argumentativer diskutieren ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Und man soll auch wirklich nicht die ganzen Irren ernst nehmen. Das Problem ist, Israel und Juden und Antisemitismus als Thema triggert natürlich alle Leute, die sonst auch ein bisschen auffällig sind. Ja, also wenn man an die Absurditäten denkt, gestern hat ein Teil von im Tizzo darüber nachgedacht, ob sie vor das Hotel ziehen, in dem ich übernachtet habe, um gegen mich zu demonstrieren. Ja, solche Leute gibt es halt hier auch. Ja, aber warum soll es in Israel keine Verrückten geben? In Deutschland gibt es ja auch hinreichend viel Verrückte, auch unabhängig von diesem Thema. Aber nicht in der DEG, das ist meine Hoffnung. Naja, ja, nein, natürlich sind wir zu groß. Also man muss ein bisschen darf man sich nicht bei jedem immer gleich aufreden und alles zu ernst nehmen. Und sich einfach mit den anschauen, haben die Leute ein Argument oder trollen sie nur herum? Und da rate ich dazu, sich auf die Argumente zu orientieren und gerade in dieser Debatte. Und ich glaube auch, eine argumentativ und nicht giftige Kritik an den jetzigen Entwicklungen vermeidet auch, dass sich Antisemiten einfach dahinter versammeln können. Und dass man ein bisschen aufpassen muss, wie man argumentiert und für welche Anliegen man wie auftritt. Das haben ja Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht auch jetzt erleben dürfen. Und ich finde, da sollten wir auch gucken, dass wir da keine falschen Freunde haben, weil wir uns vielleicht auch mal emotional sehr ärgern. Und ich meine, diese Emotionalität, die ich bei meinen israelischen Freunden erlebe, die teile ich schon. Ich bin diese Enttäuschung und für die, die hier leben, auch gewissermaßen die Angst, ihre Heimat ein Stück weit zu verlieren oder für ihre Kinder die Heimat zu verlieren, die dann eben aus Europa vom Studium nicht mehr zurückkommen, weil sie sagen, das ist kein freies Land mehr.
Deshalb ist ja jede Emotionalität oder auch Überschießendes verständlich. Trotzdem, gerade bei dem Thema Antisemitismus, ist wirklich Vernunft, Dekonstruktion der Argumente und so etwas, glaube ich, ganz entscheidend, um da nicht das Falsche zu nähern mit einer entsprechend kritischen Debatte. In diesem Sinne einen schönen Abend aus Jerusalem. Ja, und Herr Mendel, bitte. Haben noch 3 Minuten. Ja, ich will jetzt nicht von der neues Kapitel machen, aber ich würde schon sozusagen kritisch drauf schauen, woher kommt dieser inflationäre Antisemitismus-Vorwurf. Und wir müssen nicht die Augen davor schließen, dass es unter anderem auch eine bewusste Strategie der rechten Regierung in Israel, genau jede Form von Kritik als Antisemitismus zu betiteln. Wir sind in einer Ausnahmesituation, wo man muss wirklich in diese Tage genau schauen, was dann aus der Regierung in Israel und seine Gesandete und seine Vertreter hier in Deutschland kommt und nicht dann sich instrumentalisieren zu lassen und nicht in solche Verkürzungen, der steht nahe zu BDS und der ist Antisemit und der ist ein Antizionist und der ist, sondern wirklich auf die, und das war, ich denke, das wird das allgemeine Plädoyer hier, auf sich auf Argumente und auf Debatte einlassen und vor allem nicht an die Ehrlichkeit und der Wunsch jeder in der Beteiligten, in diesem Kreisen für die Menschen in Israel zu sein, zu zweifeln. Also das ist vielleicht aus der allerletzten Plädoyer für heute zu sagen, lasst uns nicht dann irgendwie auch in diese binäre Struktur pro-israelisch oder anti-israelisch denken oder pro-palästinensisch und pro-israelisch, sondern es ist vielmehr gerade angebracht zu schauen, wir pro-israelisch und pro-palästinensisch, das ist eigentlich zugleich, weil das sind der Blick in diese Region sozusagen. Was sind die friedliche Kräfte in beide Seiten, die gerade in diese Tage unterstützt werden müssen? Und welche Kräfte an beide Seiten? Das sind diejenigen, die einerseits den Terroranschlag auf die zwei Israelis machen und auf der anderen Seite die Siedler, die gerne in einem Dorf und stecken Familienhäuser in Brand. Also für mich, beide sind anti-israelisch und anti-palästinenser zugleich. In solche Handlungen. Und das durchzublicken und sich nicht instrumentalisieren zu lassen, in diesem Tag, das ist eine wirklich sehr, sehr dringende Aufgabe. Wir haben jetzt 1,5 Stunden sehr gut sachlich miteinander diskutiert, gestritten und die Überzeugung, die Appelle, das so weiterzumachen, nicht mit Plakatierung zu arbeiten, sondern sich auf Argumente einzulassen, die zu widerlegen, natürlich nicht Israel aufzugeben oder sich abzuwenden, sondern unsere Pflicht als Freunde Israels wahrzunehmen, auf Gefahren hinzuweisen. Da waren wir uns einig. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir das gemeinsam gemacht haben, auch für die vielen Kommentare. Nur wenige habe ich jetzt aufgenommen, weil sie in der Regel keine Fragen waren, sondern Kommentare, sehr auch kontrovers. Das war alles interessant. Sie waren zum Schweigen verurteilt, aber wir werden die Diskussion ja weiterführen. Also wir in Bremen kündige ich schon mal an, Sie kriegen das aber auch im Rundbrief. Wir machen am 8. März ein Jour fix, wo wir mit Oliver Brankowitz, der ja auch in Israel lebt, der Vorsitzende der DIG Stuttgart, diskutieren wollen. Und das Präsidium hat ja auch die Arbeitsgemeinschaften für den 19. März zu einer Aussprache in Frankfurt eingeladen. Da werden wir das alles weiterführen. Ich bin sicher, dass auch in anderen Arbeitsgemeinschaften, ich sehe, dass auch andere Gäste dabei sind, die Debatte geführt wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den beiden, Herr Beck, Herr Mendel, dass Sie sich bereit gefunden haben, die 90 Minuten mit uns zu teilen. Und wir haben das aufgezeichnet. Wenn einer von Ihnen da jetzt noch Einspruch einlegt, dann kommt er jetzt später nicht fest. Nein, muss er das noch machen. Aber ich denke mal, das ist alles in Ordnung. Sie sehen das dann auch auf unserer Webseite, auf unserer YouTube-Seite, wenn Sie das dann noch nachsehen. Vielen Dank und schönen Abend. Ich sage Tschüss.
Schön. Schönen Abend nach Bremen und nach Jerusalem. Ciao. Ja. Ciao. Erev Tov.